Herzlich willkommen zurück zu meinem, deinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Und so wie es aussieht, hier mit Drohnen-Nachschub. Komm her, mein Freund. Mein Feind. Ach nee, zu weit. Zu weit. Und am Rand lang fliegend. Also nicht mal zu uns kommend. Drohnenbasis, das hatte sich ja nicht gelohnt. Das könnte ich mal in Augenschein nehmen. Dann für den Lutz. Hier, ach nee. Hier unten waren ja noch die Lampen drin. Die hatte ich ja noch nicht abgebaut. Tja, aber was ich nicht abgebaut habe, ne? Dann kann ich ja noch mal so eine kleine Runde wenigstens, ne? Damit sich das auch richtig gelohnt hat. Und damit wir ja nicht verlernen mit oder vergessen, hier unten wird gebullt mit beiden Maustasten, nur mit beiden Maustasten, ausschließlich mit beiden Maustasten, damit das hier schneller vorwärts geht. Flink, flink, geschwind, mein Kind. Und Buddelei und Buddelei und ja. Und damit ist auch diese Bohrerladung durch. Und jetzt nehme ich doch alles mit. Haha, hab ich euch veralbert. Ja, so ein bisschen zumindest. Denn irgendwann, na komm, raus hier, reicht das auch für mich. Ja, das sieht schon mal seltsam aus. Dr. Seltsam wieder. Und, ja, du willst mir doch zu mir? Na, jetzt ist aber zu spät. Jetzt will ich zurück. Noch eine Minigun-Drohne. Wo bin ich denn? Und fliege genau in die Richtung. Ja, da ist er schon. Der Spaceport. Ja, schießt nicht. Ja gut, zumindest noch nicht. Aber wenn sie mich dann einmal gerochen haben, dann geht's ratatatatatatat. Was? Jetzt habe ich das letzte Magnesium gefunden. Ach, weil es da drin versteckt ist. Noch eins. Ist nicht wahr, ne? Magnesium, Eisen, Magnesium, Magnesium, Magnesium. Von 6 Magnesium sind 4 Stück hier. Ja. Die Basis muss unbedingt weg. Das wird immer wichtiger. Und ich möchte jetzt zurück. Zurück. Ruckel, ruckel. Ich sehe immer noch nicht, woran das liegen könnte. Ja, was ist denn hier Schönes? Nichts Schönes. Da runter geht's. Nee, Kopflandung müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Da quietscht was. Da wird wohl der Turm Spaß haben, oder? Zeigt schon in die Richtung. Der alte Spaß. Ja. Ich hoffe, da ist überhaupt noch Munition drin, dass der Spaß haben kann. Da könnte man ja auch, na jetzt, gleich wieder nachgucken. Schon wieder fertig. Das dahin und das dahin. Hier könnte ich mal wieder eine Konserve naschen. Dann kommt hier der Loot. Halt, ich wollte doch mal gucken. Ach ja, du hast noch genug Munition für Spaß. Zeit für Spaß, falls das noch jemand kennt. Und ja, ja. Ach, du baust noch. Das ist ja schade. Dann nehme ich das auf jeden Fall schon mal raus. Das packe ich wieder rein. Rein. Zurück, zurück. Das dahin, das dahin. Du kommst mit rein. Du kommst in eine ganz andere Kiste und zwar gleich. Bevor ich es vergesse und ich dich mitnehme. Ein bisschen oben muss sein und dahin. Ja, das war natürlich Plasma-Kanone.
Der Spaß schlechthin. Haben Sie mich auch mal schön vor Scheiße. So, Magnesium ist ein wenig da. Wie sieht's aus mit dem Eisen? Ja, es gibt keins mehr. Wieso eigentlich nicht? Ich hab doch... Boah, schon wieder Eisen holen. Ihr nervt mich ein. Dann pack ich mal lieber höher, sonst übersehe ich die wieder nur. Ich klappe. Ja, komm hoch. Haben wir doch schon ein Stack voll, Tatsache. Munition ist da. Müsste ich aber auch noch bauen. Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal. Kupfer brauche ich, Kobalt brauche ich. Naja, gut, Kobalt müssen wir jetzt mal nicht so übertreiben. 999. Neodymium kannst du bauen. Wie sieht's denn mit Silizium aus? Auch noch. Jo. Magnesium brauchen wir ja auch. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, kannst du aber mal basteln. So. Schubdüse. Die wollte ich doch. Für was wollte ich die haben? Für vorn? Ich glaube. Ich hoffe es zu wissen. Wollte ich die nicht hier vorn noch dran sitzen? Obwohl er ja so. Nein, die wollte ich ja hier hinten dran sitzen. Ja, hier hinten was. Na, das wäre es noch gewesen. Die zeigt nach oben. Jetzt zeigt sie nach unten. Und rein versteckt. Und mit einem leichten Steinblock garniert. Ach ja, da kann ich ja jetzt hier oben anziehen. Da geht das auch. Vier Raketenwerfer und Munition. Munition kommt hier oben rein. Hier war voll. Hier noch nicht. Und dann ist noch eine Munitionskiste frei. In der ich auch gerne noch Munition hätte. Hätte Fahrradkette, aber für Munition brauche ich ja auch wieder Eisen. Oh. Das ist ja eine unendliche Geschichte, bevor ich hier loskomme. Ich brauche definitiv mehr Leute hier, die zusammenarbeiten, dass man dann Krieg führen kann. Das ist ja auch ein Gruppenspiel, nicht? Man muss ja nicht so allein rumstolpern auf einem Planeten wie ich und dann auch gleich mit 10.000 Munition losziehen. Aber wer vorne vier Raketenwerfer drauf hat, der braucht viel Munition. Also da einmal anfliegen, zweimal schießen, zurückkommen, das macht mir jetzt keinen Spaß. Aber wir brauchen natürlich auch schon ein bisschen, um überhaupt erstmal losfliegen zu können. Ja, aber noch ist ja lustig. Und ihr könnt ja dann in den Folgen, wo es euch nicht ganz so gut gefällt, auch mal ein bisschen vorspulen. Da habe ich gar nichts dagegen. So, jetzt reiß ich mal schnell aus. Wenn der hier das noch weiter bastelt. Nochmal 25 Munition ist gut. Achso. Was heißt nochmal? Die war ja einfach hier. Ich habe es ja noch nicht gefunden dazwischen. Der hat doch gar keine weiter gebaut. Bis auf das und das und das und das. Aber dementsprechend kannst du ja nochmal, dass dann auch wirklich die Munition vorne voll ist. Ja, ja, komm. Eine Munitionskiste war ja noch komplett frei. Wir haben's doch. Und wenn nicht, hole ich's. Aber angucken muss ich mir den trotzdem immer wieder. Hat schon ein bisschen was Bedrohliches und Lächerliches. Ja, das stimmt leider auch. Ja. Na, los, komm. Maschine ein und geschwind wieder Wind.
der Sonne daher. Bis der letzte Kotz. Und ist schon alles raus, Klaus? So, jetzt reicht's aber auch wieder. Ah. Ah, dreht selbst mir mal den Magen um. Kann man das eigentlich auch, wenn man so senkrecht und so looping? Geht das? Ja, und dann wieder gerade drehen und fliegt zurück, ne? Ja, stimmt das? Na klar! Ja, das ist lustig, 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 tralalalala. Nicht, dass hier einer denkt, ich hätte Ahnung von solchen Flugkünsten. Nein, überhaupt nicht. Wenn das nur lustig, was hier alles so möglich ist. So, über den See. Ach nee, Nase ein bisschen hoch. Was? Da drüben habe ich auch schon dran rumgeknuspert. Ach, das war ja ganz am Anfang, nicht? Da unten ist es! Nicht wie runter! Runter! Landen! Ja, da baut er jetzt auf. Nein, ich werde nicht wieder direkt da drauf landen. Vielleicht hier ein bisschen vorne so. In der Hoffnung, dass ich dann nicht wieder umparken muss. Ja, ja, ja. Habe ich hier vielleicht mein letztes Lichtchen vergessen? Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich mir die alten Folgen wieder angucken. Ach, Gottchen. So, und damit wir es nicht vergessen, mit beiden Maustasten, nur mit beiden Maustasten, ausschließlich mit beiden Maustasten, wird hier gegraben. Ach ja, und die Mitte noch ein bisschen freilegen. Wobei die Mitte freilegen, dafür eignet sich auch der Raketensprung. Das macht immer noch Spaß. Ja. Was? Munition weht? Achso, du brauchst lange zum Nachladen. Ja, ist ja gut. Darfst doch wieder komplett vollladen. Und ich buddel mal auf die normale Art und Weise. Ein bisschen zumindest weiter als Alias. Nein, hier ist nichts passiert. Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Nee, nicht so viele vorspulen. Ein paar brauche ich noch, die hier zugucken. Nicht, dass ich hier ganz alleine Spaß habe. Ja. Schnauzelecke. Aus einer Krähe wird nun mal kein Singvogel. Und so wie mich in der letzten Zeit die Frösche plagen, das ist ja wirklich schon eine Froschplage. Mann! Ich hab nicht mal eine Erkältung. Trotzdem kommen die Viecher. Irgendeiner muss mir da was Böses wollen. Ach, da ist schon die erste Ladung. Alle. Kalle. Ja, die Flachen, die müssen schon noch ein bisschen, ne? Hier unten ist es stickig. Hier sind Gase, die sind dran schuld. Ja. Schwachkopf, Schwachkopf. Wer hat denn schon wieder dieses Papageien-ähnliche Viech hier reingelassen? Mann. Schwachkopf, Schwachkopf. Ja, das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Zumindest manchmal. Aber manchmal öfter als sonst. Ja. Für wen macht das jetzt keinen Sinn? Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Und
Ja, ja, ja. Und hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Und dann hoffe ich mal, dass der große Baugerät dann in der Basis fertig ist. Ah ja, komm, hier können wir noch ein bisschen was rauskratzen. Das ist aber auch ein immenses Vorkommen. Das streckt sich so übelst rein. Krass, ne? Wenn man das hier so sieht. Boah. Und da sind noch 73% drin. Das wird ja noch größer. Es geht ja dann noch mal hier an die Kanten raus. Klaus. Ja. Aber langsam sollte ich hier mal Licht stellen. Bekanntlicherweise, damit dann auch mir mal kurzzeitig ein Licht aufgeht. Damit ich sehe, ob ich richtig stehe. Ja, ja, ja. Ach, schon wieder eine durch. Du Lurch. Hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und das natürlich mit beiden Maustasten. Nur mit beiden Maustasten. Ausschließlich mit beiden Maustasten wird hier gebuddelt. Damit wir schneller vorwärts kommen. Ja, ja, ja. Schalala. Dann muss ich doch hier wirklich noch mal ein bisschen. Und da noch mal ein bisschen. Und ihr schaut wieder schön auf die Minimap und warnt mich vor dicken, großen, unhübschen Überraschungen. Aber vor hübschen Überraschungen dürft ihr mich auch warnen. Ach ja. Wie viel haben wir denn eigentlich schon geschafft? 659! Das sieht doch gut aus! Oh, direkt vor der Linse. Und da noch ein bisschen, und hier noch ein bisschen, und da noch ein bisschen, und da noch ein bisschen mehr. Hier noch ein bisschen weniger, da noch ein bisschen mehr. Und hier noch, und da noch, und da noch. Und hier noch, und da noch, und schon wieder alle. Kalle, genau. Immer dieser Kalle. Der macht nicht alle. Und auch die Cobra-Laden. Rundum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ja. Dann sollte es eigentlich reichen, ne? Nee, die 1000 schon wieder. Ach nee, der baut ja drüben wieder 1000 Eisenbarren. Mann, baut er nicht so viel. Ach, ich muss. Raumschiffe und Munition kosten nun mal Ressourcen. Ja, ja, ja. Tralala. Tiri, Tiriau, Tiriau. Und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und hier auch noch ein bisschen, ein kleines bisschen und ein großes bisschen und überhaupt noch alles und davon auch noch und davon noch und davon noch. Aber das ist dann auch die letzte Bohrladung, die ich hier durchjage. Also nicht insgesamt. Ich schätze, da durfte ich noch ein paar Mal wiederkommen. Je nachdem, wie viel Munition und Eisennachschub allgemein wir noch brauchen. Zum Durchrauchen. Ha, ha, ja. Na und? Klack, da ist es aus. F, genau zum Einsammeln. Herr damit! Euch brauche ich immer wieder. Ach. Kommt doch nicht mal raus.
Ja, ja, ja. Und juhu. So. Oh, Vögel zwitschern. Ist das nicht schön? Ja. Und ich sehe es schon wieder aus den Augenwinkel. Verdammte Axt! Die 20 Minuten sind rum. Es wird Zeit für die Abmoderation. Na, wo können wir denn hier mal schön rausgucken? Hier hin, dahin. Vogel, hast du nicht gesehen? Ach, das Vögel zwitschern. Jetzt hier schön hinsetzen. Lagerfeuer. Grillen. Ja, gibt's hier was zum Grillen? Es zwitschert zumindest reichlich. Ja, wenn's euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder von meinem, deinem, unserem Let's Play Empyreo in Galactic Survival. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!